Manchmal hat man leider nicht so viel Platz, wie man sich wünschen würde. Aber deshalb muss man noch lange nicht auf eine eigene Waschmaschine samt Trockner verzichten. In diesem Video zeigen wir dir, wie schnell die Montage eines Zwischenbaurahmens funktioniert, dass am Ende der Trockner auf der Waschmaschine seinen Platz findet. Bei diesem Zwischenbaurahmen von Miele sind neben dem Rahmen insgesamt 8 Schrauben, 2 Metallplättchen, Silikon und eine extra Frontleiste beiliegend. Wir wählen die gerade Frontleiste, da sie zur vorhandenen Waschmaschine passt, und wechseln sie auch gleich aus, denn das erleichtert die richtige Positionierung. Wir legen den Rahmen auf die Waschmaschine und richten ihn aus. Danach zeichnen wir die Schraubenlöcher mit einem Bleistift an. Jetzt entfernen wir den Rahmen wieder und tragen einen großen Silikonpunkt neben jedem Schraubloch auf. Dann setzen wir den Rahmen wieder auf. Bevor wir den Rahmen jetzt verschrauben, körnen wir die Schraubenlöcher ganz sanft mit der Bohrmaschine vor, aber nur zart, damit die Schrauben am Ende auch Halt finden. Danach drehen wir die Schrauben auch schon ein. Mit der Hand kontrollieren wir den Sitz. Bevor wir nun aber den Trockner auf die Waschmaschine stellen, stellen wir sicher, dass die Waschmaschine auch in Waage steht. Dann prüfen wir die Füße des Trockners und drehen diese laut Anleitung auf 25 mm Länge aus. Jetzt wird es schwer und wir heben den Trockner auf die Waschmaschine. Wir achten darauf, dass die Füße in die vorgesehene Führung gelangen. Danach fixieren wir die vorderen Füße mit den Metallplättchen und den beiden noch übrigen Schrauben. Als letztes setzen wir noch die Frontleiste ein und fertig ist der Umbau. Das war einfach und kann sich sehen lassen. Findest du nicht auch? Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, den Zwischenbaurahmen für deinen Waschtrockenturm findest du auch auf Schraubdok. Und nicht vergessen, Schraubdok abonnieren. Schraubdok. Reparieren statt wegwerfen.